I won't let it hold me down. Ja, ja. Jojo, was geht ab, meine Freunde? Younes Jones wieder hier am Start und willkommen zu meinem neuen Vlog. Der wievielte Vlog ist das, Bruder? Zweite, dritte? Ich glaube schon, ja. Ja, keine Ahnung, ist scheißegal. Auf jeden Fall, Freunde, ihr fragt euch, wo ist der denn gerade? Ja, Freunde, wir befinden uns gerade hier im Flughafen, wie ihr seht. Obwohl, das sieht man eigentlich, ne? Freunde, es geht gleich für uns nach Dubai. Was wir dort genau machen, erfahrt ihr dann. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich würde mal sagen, peace out und bis gleich. You're keeping me on. Kommt ihr mit nach Dubai? Meine Family kommt überall mit, you know what it is, you know what I'm saying? So, Freunde, wir haben jetzt eingecheckt. Check, check, check. Zeig mal dein Check, check, check. Yo, 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 check, 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 check. Deutsche Pass, ihr wisst Bescheid. Deutsche Pass, Bruder. Geht, Bruder, du bist live auf YouTube. Beste hier, Younes Jones. Weißt du, dass mein Sohn 8 Jahre deine ganzen Videos gibt? Küsst deine Augen, Allah. Habib. Hallo. Die Damen sind auf jeden Fall sehr lieb. Hi. Was sagst du? Ich habe erst gedacht, wir haben keine Fernseher. Mein Bruder, wir haben hier Kino, was du willst. So, Freunde, wir sind jetzt drin, wir sitzen drin, Dicker. Ja, Mann, jetzt haben wir erstmal einen 6-Stunden-Flug hinter uns. Wie lange? 6 Stunden. 6 Stunden? Genau, wir fliegen jetzt 6 Stunden. Ich wurde von meinem Bruder Saigin Yalcin eingeladen nach Dubai. Also ich persönlich war noch nie in Dubai, das ist jetzt mein erstes Mal. Du warst schon mal einmal, ne? Ich war schon mal, ja. Der war schon mal einmal, aber ich war noch nie in Dubai. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es sein wird. Ja, Freunde, auf jeden Fall danke nochmal an der Stelle an Saigin. Bruder, ich küsse deine Augen. Wir sehen uns gleich auf jeden Fall in Dubai. Wo ist der Link? Mach mal den Gameboy. Ja, Bruder, Kapitän, alles gut da vorne. Oder Bruder, mit dem linken Flügel, der schwimmt was nicht. Der junge Kapitän, da ist Amartino, der ist ich. Hat Spaß gemacht ansonsten. Wir haben uns ein paar Filme reingezogen. So 6 Stunden Flug, das war auch Limit, ne? So Grenze. Ja, du hast geschlafen, ich habe nicht geschlafen. Ich kann nicht im Flieger schlafen. Ich kann nicht im Auto schlafen, ich kann nicht so schlafen, außer in meinem Bett.
Ist meiner? Weiß nicht. Ja. War das deiner? Ja, doch, ist meiner. Dann lass dir noch eine Runde. Dann gib mal her, Mann. Lass dir noch eine Runde. Gib mal her, Mann. Lass dir noch eine Runde. Bitte. Ja, ich tu dich auch gleich da drauf, dann machst du auch eine Runde. So, wo ist denn unser Teil gehen? Wie ihr mitbekommt, der Saigin kommt uns natürlich persönlich abholen, Freunde. Das muss man machen. Stabil, Bruder. Wie gestern holt man persönlich ab. Wie man einen Bruder erwartet, auf jeden Fall. Einiges zu erleben. Einiges zu erleben? Ja, Bruder. Bin gespannt. Freunde, für all die Leute, die sich gefragt haben, was ist dein Lieblingsauto, Jonas? Dieser Rolls Royce, Freunde, der ist so hart. Thank you. Ah. Mashallah, diese Karre, Bruder. Ja, ja. Ja. Oh, was ein Himmel, ja? Ja, das wollten wir frei. Ja, Saigin, Wiedersehen macht Freude, ne? Auf jeden Fall. Da sieht man sich wieder. Ja. Wie versprochen, ne? Ich hatte euch hier einen Vlog mit Saigin hier in Dubai versprochen. Und so ist das hier gerade. Ne? Geht ja erst los. Ich glaube, dein Vlog wird 4 Stunden. Bruder, ich schwöre bei Gott, habe ich gerade Bullet auch gesagt. Bruder, ich habe schon so viel gevloggt. Nee, morgen haben wir auch vollen Plan. ProSieben ist wieder hier. Echt jetzt? Immer wenn ich mit Zeigen bin, immer ProSieben oder irgendwie Fernsehteam ist da immer. Ja, morgen haben wir auch vollen Tag mit Dave. Ja, stabil, ja. Yachttour machen wir gut schön. Yachttour? Ja, Freunde, was soll ich euch sagen? Jetzt hat der Saigin schon zu viel verraten. Powerbank ist da, Handy ist da. Ich nehme euch natürlich überall mit. Ja, mal. Antal, was ist das für eine Kiste hier, schau mal Gott. Aywa! Aywa! Bruder, was kostet die Kiste hier, diese LaFerrari? 2,2 Euro. Was, 2,2? Millionen Euro. 2,2 Millionen? Ja. Ich bin ja auch gar nicht so ausgefallen. 2,2 Millionen. Ciao. So, Freunde. Wir sind jetzt endlich angekommen. Mashallah, sehr schönes Haus, Bruder. Übrigens, Freunde, ich bin einer der Ersten, der hier bloggen darf. Ey, ich hab glaube ich Kamera gehabt. Die haben jetzt alle deinen Code gesehen. Das ist kein Code, Fingerabdruck. Ach so. Freunde, ihr seht hier den berüchtigten Pablo. Wie siehst du es, ja? Pablo, bist du kein Kilo? Boah, Freunde, was ein Wetter hier in Dubai, ne? Vorhin waren wir noch am Frieren, vor ein paar Stunden waren wir noch am Frieren in Deutschland. Und hier ist hier Bullo direkt jetzt mit T-Shirt. Grüße auf jeden Fall aus Dubai. Genau, schöne Grüße aus Dubai, ne? Ihr wisst Bescheid. Wir geben uns gleich hier einen Film. Einmal draußen im Film gucken, ja. Freunde, ich will euch heute nicht alles zeigen, auf jeden Fall. Morgen mache ich mit euch hier eine Roomtour. Und ja, Mann. Bis Bescheid, Freunde. Einen wunderschönen Morgen, meine Freunde. Mein Shit. Bruder, wir haben gepennt, ne? Es war sehr kalt, ja. So, meine Freunde, auf jeden Fall geht die Reise heute nach, keine Ahnung, Spaß, ich weiß schon ungefähr, wohin wir gehen, aber ich nehme euch einfach mit, ich will euch nicht so viel verraten. Wir sind auf jeden Fall heute mit ProSieben unterwegs. Jo, was geht ab, mein Lieben? Wir sind heute auf jeden Fall mit ProSieben Red unterwegs, das Ganze wird wieder fürs Fernseher gefilmt, wir sind jetzt auf jeden Fall am Start. Ja, ich weiß, jedes Mal, wenn ich da bin, ist ein Kamerateam mit dabei. Es war nicht geplant, ich wusste jetzt nicht, dass wieder ProSieben dabei sein wird, aber nichtsdestotrotz gehen wir jetzt hier runter. Zack. So, auf jeden Fall ein sehr schönes Haus. Ist nicht schon spät?
Alter, keine Ahnung, Mann. Yalla, du! Welche Linie, ja? Rechts oder links? Sag mal. Kennst du hier beim Doppel? Wie heißt das? Schwarz oder Rot? Schwarz oder Rot. Das passt sogar, ne? Ja, das passt. So, Freunde, wie ihr hier sehen könnt, was sehen wir hier? Wasser? Oh, shit. Auf jeden Fall, Freunde, gleich geht's hier lang, ne? Wohin gehst du jetzt? Erzähl mal so ein bisschen. Lass mal ein bisschen ins Meer. Wir haben schöne Aufnahmen vor. Wir haben eine Drohne dabei. Freunde. Und drüben ein bisschen braun werden. Du bist noch ein bisschen weiß hier. Bruder, ja, was soll ich sagen, Bruder? Bei mir gibt's wenig Sonne. Hier haben wir das Kamerateam von ProSieben. Sag dir einmal Hallo. Zeig ihn. Hast du Younes gesehen? Ja, ich glaube, der ist über Bord gegangen, oder? Nein, ich habe so ein Gefühl, der will Auge machen, ja? Ich such den mal, okay? Wo ist der hin, der Junge? Packen uns den mal. So geht das hier nicht weiter. Hey, Younes! Was soll das? Was machst du hier, Bruder? Bruder, ich mach Titanic nach. Der hat genau so gemacht, oder nicht? Bruder, ich hab gerade zu Zeigen gesagt, mach kein Auge hier auf die Yacht. Bruder, was ist das für eine Yacht, Wallah? Bruder, was laberst du da? Du denkst, ich mach Auge auf die Yacht, nachher geht das runter wie Titanic. Kein Bock auf sowas, Bruder. Wallah, Talla, Habibi. Ja, ich sag dir nur, Cousin. Habibi. You're keeping me on. Yeah, I'm strapped in. Was machst du da, Mann? Bruder, was machst du da? Ich bin hier am Fahren. Was machst du da, Bruder? Was? Wo ist hier Yachten gefahren? Du weißt doch nicht dein Ernst, Mann. Der hat gesagt, don't touch this. Bruder, was don't touch this? Don't touch you? Was don't touch this? Wallah, Bruder, ich geb gerade Gas. Chill mal. Yeah, he just fucked up. Okay. Was hab ich gemacht, ey? Alles gut? Wegen dir geht's runter. Ist alles am Piepen wegen dir. Bruder, bei mir keine Ahnung, Mann. Ich dachte, ich kann fahren. Hier bekommt gerade Saigin sein Interview. Boah, Bruder, was für ein Ausblick da, ne? Wir haben jetzt gerade Drohnenbilder gemacht. Ihr wisst Bescheid, Freunde, ihr wisst Bescheid. Die haben eiskalt Weihnachtsmützen an. Eiskalt, Bruder, was machen die? Feiern die da Weihnachten auf dem Boot, oder? 3, 2 und Peace! Loch heißt. 3, 2, 1, Peace! Hauptsache ich mach Video. So, Freunde, wir sind hier mit ProSieben Red hier, weißt du? Wir sind hier ein paar Aufnahmen am Shooten, ihr wisst Bescheid. Younes Jones am Start hier in Dubai auf der Yacht. Wo ist Younes Jones? Younes Jones, I am Younes Jones. It's the same in English, please. Yes. What's up, everybody? Younes Jones here in Dubai. We enjoy the day with my brother Saigin Yalçın, you wisst Bescheid. On the yacht, you wisst Bescheid. My English is very broken. Auf jeden Fall. Was soll ich euch sagen? Ja? Hat mich geknallt, Bruder. Under my tattoos, there's a remedy. Starving.
we must to eat. No? Yes, we must. You know what I'm saying? Allah, give my prepaid card, Allah. Why? Was geht? Ich gehe jetzt runter. Einen wunderschönen guten Morgen. Oh, Freunde, wir sind hier. Wie spät haben wir? Wir haben jetzt 11 Uhr. Die Sonne ist hier am glühen. In Deutschland ist es gerade parallel. Wie viel Grad haben wir? 3 Grad? Auf jeden Fall, Freunde. Schöne Grüße nach Deutschland. Wisst Bescheid. Jojojo, was geht ab, meine Freunde? Unsere ProSieben-Freunde sind jetzt auch am Start. Yes, sir. Gleich wird auch hier gedreht. Darf ich euch jemanden vorstellen hier? Good morning. Say hello to my community, my fans. Yo, hello to your friends, family, everybody out there watching. You already know. Ja, wisst Bescheid, Freunde, wisst Bescheid. Wir sind jetzt am Start, wir drehen hier für ProSieben. The boss. The boss is coming. Ja, ProSieben dreht hier mit Movlogs und zeig ihm. Hi guys, good morning. Wir drehen mit Movlogs und Zeigi. Auf einmal sagt Bullo zu mir, ey, pass mal auf, guck mal da hinter dir. Auf einmal stehen die mit Kamera in unserer Richtung. Er winkt, ich winke auch. Demi Jojo. Ich dachte, die wollen uns mit drauf haben. Auf einmal machen die, bitte zur Seite, bitte. So. Pablo Escobar. Ey, Pablo. Habibi. Wallah, wallah, was haben die mit dir gemacht? Wallah, Habibi, wallah. Das ist Saigin, das ist Pablo. Das ist Mo, das ist Yunus. Yunus. Hey, Bruder, how are you? What is this? Control. Petrol? Control. Ah, for what is this? Kill the ants. Also das ist für Fische und so. Die sprühen da so Mittel, damit die Fische uns in Ruhe lassen. Das ist Oh shit. This is not like a thing, they don't do that? Bruder, what make you da? Yeah? No? What you make? This is like a sandwich, no? Uff. Power. Oder der ist Film. You are crazy, bro. Das Lustige ist, Freunde, ist das Movlogs. Yo! Gleich für sich vloggt hier und ich vlogg ihn, wie er sich vloggt. Ha? What? Der will ihn die Tür nicht aufmachen. Der Mo vloggt für seinen Kanal, weißt du? Hello! Zu vloggen ist nicht immer einfach, Freunde, ne? Also, so mit One Take und so, oder? Das ist nicht immer. There is a lot you need to see inside this house, I think. This is my friend Yunus, by the way. Yeah, this is from Germany. This is the birth of a star. This. I imagine this. So, wir gehen jetzt aus der Haustür raus. Was machst du da, Junge? Was hältst du davon? Bruder, was soll ich dir sagen? Man lebt nur einmal. Das Ding ist, das ist ein LaFerrari, kostet 2,7 Millionen. Was soll ich euch sagen, Freunde? Ja, Geld ist nicht alles. Ganz ehrlich, Geld ist auch nicht alles. Sag euch, was alles ist, die Gesundheit und die Familie. Das sind alles nur materielle Dinge, die eigentlich nicht immer eine Rolle spielen im Leben, ne? Wenn die Gesundheit weg ist, ist das auch alles scheißegal. Wir machen Dubai und Istanbul. Mit den Dingern zu fahren, ohne Scheiß. Auf jeden Fall, wir sind schon die ganze Zeit
Hund hier damit am Hochfahren. Wir belästigen welche Nachbarn hier von Saigin. Auf jeden Fall eine stabile Gegend hier. So, wir gehen weiter, wir nehmen euch mit. Jo, Bruder. Damit ich nicht Auge mache auf die Leute hier, weil yo! Was geht ab, meine Freunde? Was geht? Das, was ihr gerade seht, ist ein LaFerrari. Ein sehr seltenes Modell, ne? Wert von 2,7 Millionen. Das Ding ist nicht erlaubt. Ist nicht erlaubt. Ist einfach nicht erlaubt. Auf jeden Fall, Freunde. Der kostet mehr als mein Leben. Peace out. Hey. Boom. Oh shit, oh shit, oh shit. Tja. Wohin geht die Reise, lo? Was? Hier war es, komm. Was ist das hier, ein Restaurant oder was? Ja, das ist nur für uns. Ach, ist nur für die Einwohner von dem Gebiet hier. Schön hier, ja. Boah, was ist das, Bruder? Gib dir das mal, ja. Das ist Dubai, Freunde. Versteht ihr, was ich meine? Manchmal, wenn ich so vlogge, nehme ich mich selber nicht ernst. Wir haben jetzt fertig gegessen. Zeig dir, was ist eigentlich mit deinem Vlog, Bruder, ja? Kannst du den für mich machen, Guys? Ich habe schon echt länger keine Zeit mehr gehabt, aber coming soon. Okay. Ey, Bruder, willst du ernsthaft aufs Dach mal? Was machst du da, ey? Pablo, was macht ihr da? Pablo? Sag mal, ist der behindert oder was? Was macht ihr da, Mann? Pablo? Guck mal, Wallah, sogar Pablo hat Panik, Mann, was du da gerade machst. Schau bei Gott. Guck nicht runter, Mann. Warum? Geh mal wieder rein. Bruder, alles gut. Hier sind gute Aussichten. Wallah, geh mal wieder rein, du Spasti. Ich seh Burj Khalifa. Was? Geh mal ins Schlafzimmer, ne? Jo. Hol mir paar Millionen mit, ne? Ja, okay, Bruder. Yalla, Habibi. Pablo, sag den Zeigen nichts, ne? Sag den Zeigen nichts, dass wir bei den Einbrechen, ne? Ich meine das ernst. Ey, Leute, der Typ ist durch, Mann. Schaff alles. Der Typ ist richtig durch. Bulut. Jo. Hast du wenigstens was mitgenommen? Ja, Bruder. Diamanten? Ja, Bruder. Bruder, jo. Ich sag dir ganz ehrlich, ich will Ferrari fahren. Guck mal, Pablo, Wallah, wie ein Soldat, der steht da Wache. Der wartet auf dich, schwöre bei Gott, du bist hochgegangen, Bruder. Wallah, Wallah, der ist immer noch am Warten, der ist nicht weggegangen. Was? Ich hab gesagt, geh mal weg so, weißt du? Er meinte, nein, ich halt Wache. Wieso, das ist mein Bruder. Hä? Das ist mein Bruder. Pablo, sag dem Zeige nichts, ne? Guck mal, Wallah, wie ein Tiger. Bruder. Was für ein Film, ja? Thema von meinem Bruder. Guck mal hier. Dick, der ist ja genau. Habibi. Guck mal hier, es steht überall. Hier. Hier. Oh, oh, oh. Hier ist der Boss. Ja, der Film. Hier ist der Boss. Referenzraum ist der. Oh, hallo. Da ist eiskalt ein Arbeiter, ja? Ja.
Echt? Oder die Leute schlafen nicht, die sind am Arbeiten. Oder Maschallah, stabile Einrichtung hier, ja? Ja, danke. Da sind auch Leute am Arbeiten, ne? Ja. Wir haben ja erst 19 Uhr. Wie lange arbeiten die hier? Kommt, wie lange die wollen. Also manchmal länger, manchmal weniger. I got no time for this shit, you know what I'm saying? Yes, okay. Hallo, Entschuldigung? Yes, what's the problem? Ich wollte mal fragen, was ist denn hier los? Können Sie überhaupt Englisch, beziehungsweise Deutsch? Doch, ich kann auch Deutsch. Ja, ich bin auch eigentlich ganz zufrieden. Ich bin hier mit einem sehr wichtigen Vertrag hier zugange, ja? Also bitte stören Sie mich jetzt einfach nicht hier bei der Arbeit. Wie ist denn Ihr Name eigentlich? Mein Name ist Rabo Antar, vom Dubai. Okay. Gehören Sie auch zu so einer Scheichfamilie oder sowas? Ja, normal. Wir haben Öl gebaut, entwickelt, meine ich. Okay. Ja. Ja, was ist denn jetzt? Ich muss hier weiterarbeiten. Ach so, wie können Sie mir denn weiterhelfen? Also, wollte das Fahrzeug irgendwie... Also, wir sind nicht im Krankenhaus. Ich merke, Sie haben... Sie haben einen leichten Dachschaden. So, jetzt sehen Sie zu. Krankenhaus ist nebenan. Gut, ich gehe dann mal wieder. Ich wollte nur kurz vorbeischauen. Ja, warte einen Moment, weil dieser Vertrag ist sehr wichtig. Einen Moment. Ja, bleib mal dran. Oh mein Junge. Oh shit. Leute, das ist nur Spaß. Nur Spaß, ich arbeite nicht hier. So. Ich habe hier Kunden, ich habe keine Zeit für Sie. Ja, jetzt gehen Sie mal raus hier, aber ganz schnell. Ja, okay. Komm raus. Wo ist der Boss? Wo ist der Boss? Do you can open the door? Yeah. Please. Ich verkaufe die für 1 Million, Bruder. Was willst du da, Mann? 4,5 Millionen, Bruder, gar nicht. 4,5 Millionen. Wir machen Milliarden Umsätze. Trotzdem gebe ich diese 4,5 ab. Was verkaufst du dann? Wie, was verkaufst du? Ich verkaufe die Firma, Mann. Ich hab keine Zeit mehr für die Arbeit. Lass mal. Ha? 4,5 Millionen. Ey, Boss, du musst ich meine... besser verhandeln. Boss, chill mal, ja? Ich hab kein Ding, Mann. Ich hab keinen Bock zu arbeiten, weißt du? 4,5 Millionen, das wird nicht passieren. Wie viel? Nicht 4,5 Millionen. 10? Nee, auch nicht. Ey, 10 Millionen geht mir, hat mein Boss gesagt. So, glaubt ihr, oder 10 Millionen, was das ist? Du kannst die Nullen gar nicht sehen, oder 10 Millionen, oder? Doch, ich kann die zählen. Leg auf, wir fahren dann schön. Ja? Aber Walla, ey Bruder, warte mal, ich ruf dich danach an. Ey, hallo. Walla, nein, ich verkauf dir die Firma, schau mal. Ja, rein. Ich muss meinen Boss machen, weißt du? Ja, rein. Ciao mit dir, ciao. Bruder, warum ist das eine Firma, Bruder? 10 Millionen, weißt du, wie viel das ist, Mann? Walla, wir kaufen uns Ferraris, was ist denn da? Lass mal, wir können auch so Ferraris kaufen. Aber du musst auf jeden Fall besser verhandeln. Wer hat den Verhandeln beigebracht? Oder was weiß ich, Mann, ich habe nur Zahlen gehört, ich wollte einfach verkaufen, Mann. Oder ich komme aus den tiefsten Ecken, oder? Oder der Zeiger lässt mich hier ein paar Minuten, ich will seine Firma verkaufen. Oh shit. You're keeping me on. Yeah, I'm strapped in. Wir befinden uns hier im Burj Khalifa. Mein Bruder Saigin hat oben ein Apartment. Der eine oder andere weiß es. Und ich habe ihn auf jeden Fall darum gebeten, dass wir einmal hier vorbeischauen und uns das Anwesen mal anschauen. Was heißt denn 76, Bruder? Frag den, was 76, der sagt, ist nur ein Zahl, Bruder, ja. Aber heißt es, es hat 76... Das ist dann die 76. Etage. Salam, Antar, Abu Sainak, Abu Sey. Was ist das hier, Walla? Oh shit. Burj Khalifa, 76. Etage, Digga. Bruder, Burj Khalifa war auf jeden Fall Film, ja? Richtig krasse Sache auf jeden Fall. Sehr schön.
Lustre. Das riecht so übelst, ne? Guck mal einfach, dich schon hier. Dein Gesicht drauf. Das ist mein erster Jemen. Ja, jalla, also mit dem Tücher mit, Bruder. Wer hält hier Tücher? Oder ich schlafe zu, ihr nehmt die mit. Freunde, wir sind jetzt fertig geworden mit dem Essen. War auf jeden Fall überragend. Okay, ich glaube, er hat seine Minuten. Chapo. Oh. Der hat die genau perfekt gepackt, ja. Das ist Pablo und das ist sein jüngerer Bruder Chapo. Ich wusste das nicht, das habe ich gelernt. Das sind Brüder. Die sind auch unsere Brüder, merkt ihr das? Unsere Brüder auch, Bruder. Du weißt. So, meine Freunde, jetzt mit der Fan frühstücken. Ihr wisst Bescheid. Ja. Geil. Piep, wir haben uns alle lieb und guten Appetit. Habt ihr schon mal so kleine Oliven gesehen? Und die schmecken richtig geil. Voila. Die gibt's nur in Dubai. selbst gezüchtet. Bei Saigon. Jo. Was geht? Wir gehen jetzt Drohne fliegen. Ihr wisst Bescheid. Steck mal auf, Digga. Boah. Pilot Saigon ist am Start. Wir packen einfach mal auf den Boden. Zack, Talla. Talla. Da sieht er, was der fliegt. Krass. Bruder, was ist passiert? So, Rettungsaktion, wir müssen die Bewohner retten. Jetzt mach mal Ton, mach mal Ton. Also die Jungs gucken jetzt, wo die Drohne ist. Rettungsaktion 007. Da, gleich hier. Einer muss hier stehen, weil kann sein, der fällt da runter und dann packen sie. Also helft den Wackelmann. Bruder, ihr habt die perfekten Klamotten dafür an. Gib Gas. Saigon und Yunus versuchen jetzt, die Drohne runterzuholen, ohne dass sie ins Wasser fällt. Seht ihr da die Drohne? Da ist die Drohne. Der hat auf jeden Fall, wie bei Jurassic Park, eine Notlandung gemacht. Komm du auch mal her. Zeig mal den Fans, wo der ist. Uff, da ist er. So, Pullut, halt mal den hier, halt mal hier und zieh ganz langsam, an diesem Stäbel, zieh ganz langsam, Bruder, genau, warte, zieh du mal, Pullut, ich muss meine Hände fallen. Bruder, ich vertraue dir. Okay, wo hängt der? Zieh langsam, weiter, Pullut, weiter. Wo hängt der? Da oben, weiter.
Ey, 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 noch ein bisschen. Der fällt jeden Moment ab, glaube ich. Da, da, voilà, da, da, diese Stock. Vorsicht jetzt, ne? Aber versuch das denn genau in unsere Richtung. Jetzt, jetzt halt fest. Ja, Mann. Die Drohne wurde gerettet, Mission erfüllt. Mission erfüllt. Jo, 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 was geht ab, Freunde? Wir haben die Drohne gerettet. Bulut, fall runter bitte nicht. Mach kein Auge. Jalla, 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 fall runter, fall runter. Mach kein Auge. Der Bus, Anta, der Bus. Scheiße, Saigin ist gegen sein Haus gefahren mit der Drohne. Rettungsaktion Number 2. Jungs, Bulut, kannst du aufs Dach? Ist er oben? Ist er auf Dach? Ich geh hoch, kein Problem. Hast du die gefunden? Ja. Wo war die? Beim Nachbar auf dem Dach? Genau. Krass, Alter. Bester Mann, komm runter. Bulut, hast du die vorne an deiner Hose festgemacht? Alter, wie ein wie ein Einbrecher. Jetzt kommt er wie Don Travolta mit der Knarre. Don Travolta oder John Travolta? John Travolta, Don Travolta. Okay, Abibi. Macht ihr uns schon alles gut. Sag mal, hast du die halt wieder zurück, oder? Digga, ist die noch am Land? Ja, die ist leicht abgebrochen, aber das ist nicht relevant. Ja, aber das geht. Leicht? Ja, hier, der Flügel. Alla, Leute, oder ich kann gleich direkt wieder duschen gehen, ja? Leute sind wieder am Klettern hier, oder? Macht auf jeden Fall nicht nach sowas. Ne, don't try this at home. Yes, sir. My baby. Zeig mal deine Zähne. Oh, oh, gefährlich, oh. Mein Tiger. Vernünftig fahren da. Schau mal Gott. Hier ist Outdoor-Kino. Outdoor-Kino. You know what it is? Guck mal, da oben sitzen Menschen und essen. Da muss man reservieren, dann kommen die wieder runter, dann gehen wieder die nächsten hoch. Ne? Da bist du in der Luft. Habibi. Freunde, wir sind hier in Dubai, Weihnachtsmarkt. Was ihr wollt, wallah. Dazu. Jonas, wohin? Was denn, Mann? Bruder, du hast daneben geworfen.
geworfen, Mann. Wo hast du den Teddy? Was warst du da für eine Scheiße? Ich hab gewonnen. Wie, du hast gewonnen? Du hast daneben geworfen. Was redest du? Gib mal den Teddy wieder ab, Mann. Was für ein Teddy? Red nicht so mit dem, Bruder. Was ist das für ein Teddy, Bruder? Der ja, hat einen Namen. Was ist denn das sonst? Abu Jafar heißt der. Bruder, du hast daneben geworfen, Mann. Gib mal ab. Bruder, hab doch mal Respekt vor Abu Jafar, Wallah. Bruder, gib den ab, Mann. Geh mal weg, Bruder. Chill mal, ey. Geh mal weg, Wallah. Bruder, gib den ab, Mann. Geh mal weg, Mann. Was ein Mensch, ja? Komm her. Du musst den wieder abgeben. Du musst den abgeben, Mann. Nein. Doch. Abu Jafar, bleib bei mir. What's up, what's up, what's up? Fresh. Was macht Abu Jafar hier, ja? Yo, what's up, what's up? Ich bin mit meinem Homie hier in Dubai. Wir haben uns jeder vertragen, auf jeden Fall, Freunde. Ich bin hier mit meinem Homie. Jafar, sag mal hallo. Abu Jafar. Yo. Wir gehen jetzt was essen. Der begleitet uns jetzt die nächsten paar Tage. Jetzt gehen wir wieder zurück, ne? Der Movlogs, der ist jetzt auf dem Weg zu Saigin. Er muss noch ein, zwei Szenen drehen, vloggen bei ihm zu Hause. Now what it is? Yo, was geht ab, Freunde, was geht? Guys, we are back, day two, you already know what it is, Dubai Vlogs. Ja, wie ist das? Treyway. Dubai Way. Bulut, voilà, du lebst, ja? Voilà, du chillst dein Leben hier, du lebst, ja, ne? Abus, Antar, Abus. All right, guys, that was the house tour with Chapo and Pop. Pablo! Aww, you thought you could not just look. All right, thank you very much for watching, and if you like the thumbs up, subscribe. And don't forget, we're vlogging daily. We're vlogging daily again, man. The vlog is over. Yes! The vlog is over. We got the thumbnail shot. Oh, yeah, that's sick, right? Yeah. Let me add bro. Nah, Chapo. Hurry. Warte mal, Bruder, du hast eine Fabrik davon, ey. Lass mich doch, Bruder, ich bin einmal in Dubai. Ja, Tamam, du hast die ganze Packung, gib mir doch einen. Zeig mir diese Happy Box, mal Happy Box, lass mich doch auch mal happy sein. Warte, ich gebe dir eine. Warte, Bruder, warte mal, Bananen schmeckt. Warte mal, okay, Tamam, nimm nur eine, Walla, nur eine, bitte. Aber wo ist der Antrag? Lass mich doch mal essen, Bruder, du kannst später essen, wenn das fertig ist. Abu ist ein Zeichen, ich mach das in Deutschland, Walla. Wenn der das wollt, kommentiert das, dann kommen wir auch nach Deutschland. Hm. Was kommentiert es? Walla, die wollen das alle. Was ich will, wollen die auch. Was redest du, Bruder? Danke. Keeping me on. Freunde, wir treffen uns jetzt mit Jason Derulo. Der ist wohl, glaube ich, hier. What's happening, people? Yeah, cold beach, you know what's going down, Dubai. It's too easy, man. It's too easy. Bye. Ich mache natürlich auch welche. Ja, Freunde.
Wir sehen uns gleich. Ihr wisst Bescheid. Peace. Der hat daraus Kopftuch gemacht. Geil, Walla. Yeah, yeah. Nice, nice. Alle Leute sind am Schießen hier in der Wiese, Bro. Ob ich nehme den aussehe, ja? Walla, wenn er mich einmal aufheben würde. Zeigen. Ja. Was hältst du denn davon hier von einer Deutschlandtour? Die Leute wollen alle Business, weißt du? Dann müsst ihr eure Meinung hier in den Kommentaren schreiben. Ja. Ja. Mal habt gucken, was die sagen. Vielleicht wird das ja was. Ja, Freunde, wenn ihr Bock darauf habt, ne, Sachen über Business zu wissen und so weiter, wie man zu einem Erfolg kommt und so weiter und so fort, schreibt das hier hin und dann, wie gesagt, vielleicht seht ihr uns auf einer Tour. Pa, pa, pa. Hey, boy. Er denkt, er ist am Jagen. Pablo, greif doch mal an, da muss einer, greif mal an, hier, ey. Guck mal, Mäuse, Mäuse. Tolla, Mäuse. Ich bin gar nichts vor. Guck mal, Mäuse, holla. Ich denke, ich nehme ein scheiß Handy von mir. Guck mal. So, Freunde, wir laufen jetzt mit dem Koch mit, der zeigt mir den Fisch hier. Oh, 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 oh. Er zeigt uns, was der. Okay. So, Freunde, ich habe mir auf jeden Fall unser Fisch hier ausgesucht. Freunde, dieser Hummer ist am Reden, Walla. Ja, der fragt, wie es mir geht. Wo soll ich anfangen, sagt er. So. So, Freunde, wir haben jetzt fertig gegessen. Danke nochmal an meinen Bruder Saigin für das tolle Essen. War auf jeden Fall übertrieben lecker, das Essen. Ja, auf jeden Fall, Freunde, ich halte euch auf dem Laufenden. Ihr wisst Bescheid. Yalla! Park war die Kiste, Bridi. So, wir gehen jetzt in die Mall zum Einkaufscenter hier. Ja, Mann. Wir kaufen ein GPS-Signal für Pablo. Denn Freunde, gestern ist was ganz Krasses passiert. Das war die Hölle auf Erden. Wir haben gestern dummerweise, weil einer von uns die Tür aufgelassen hat, Pablo. Dann ist er halt von der Villa halt abgehauen. Wir haben angefangen, wann haben wir angefangen zu suchen? Um 3 Uhr nachts. Um 3 Uhr nachts haben wir unsere Suchaktion angefangen. Bis 7 Uhr waren wir hier draußen am Suchen. Wir waren fix und fertig, ne? Unnormale, verrückte Nacht. Und wir haben uns entschlossen, auf jeden Fall heute GPS-Bänder für Pablo und Chapo zu besorgen. Und das machen wir dann jetzt auch. So, der Saigin wird uns jetzt zeigen, wie die Gitarre funktioniert. Aywa. Aber warum diese Haltung, Bruder? Warum diese Haltung? Aywa, mach mal Dirt, lo Dirt. Er spielt der Dirt. Bruder, das ist die Technik des Pianos. Guck mal jetzt. Und. Habt ihr gesehen? Ja, Freunde. Von nichts kommt nichts, weißt du? Also, das ist ein Piano von 1963. Den hat mein Großvater Abu Jahfar erfunden. Ja, und dann kam so ein Engländer, hat ihm sein Patent geklaut und hat ihn gebaut. Und seitdem ist mein Abu Jahfar pleite gegangen, deswegen habe ich heute kein Geld. Deswegen muss ich mit YouTube auch anfangen, weißt du? Ja, Bruder, so ist das Leben.
Jo, Younes. Ja, Bruder. Hast du eigentlich auch Erfahrung mit der Gitarre? Gitarre? Ja, ja. Aber wo warst du, wo ich Gitarre gespielt habe, Bruder? Was willst du? Ja, weißt du, ist das... Bra. Aber Bruder, das ist doch... Ist das nicht eine E-Gitarre? Die geht auch nicht ab, ja. Ja, Bruder, oder die, Alter, weißt du, warum das nicht abgeht? Die wussten, dass du kommst. Ja, warte, warte, hier. Ja, die geht ab. Das ist eine Gitarre, die heißt... Abu Hassouni-Gitarre. Abu Hassouni-Gitarre. Ich zeig euch, wie die gespielt wird. Man muss mit Gefühl arbeiten, damit der rauskommt mit Gefühl, weißt du? Okay. Oder die spielt doch eine elektronisch, das ist die falsche Gitarre. Was? Die klassische Idee, die funktioniert nur mit dem Strom. Na Bruder, aber hast du mir damals auf dem Berg auch nicht mit Strom? Oh, oh Pepe! Was ist das? This man is crazy. Look, brother. Oh, 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 baby. I can't stand up. Aber ich wusste nicht, dass du so viel drauf hast, wirklich. Nee, ernst gemeint jetzt. Ohne Scheiß, ich habe mit 6 Jahren angefangen, Gitarre zu spielen. Also dein Vater wäre stolz auf dich. Mein Vater ist stolz auf mich. Irgendwann mal habe ich mit YouTube angefangen und dann habe ich kein Interesse mehr an Gitarre gehabt. Weil Gitarren machen keine Klicks. Eine kurze Frage an Saigin, was kannst du eigentlich nicht? Aufgeben. Gute Antwort. Kannst du Mexikanisch? Spanisch oder sowas? Oh, 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 oh. La Maria Latina. Oh. Ja, so läuft das ab. Willst du holen? Zwei, drei manche, Takte gespielt. Manche machen so, manche kaufen so, weißt du? Ebenfalls bei der normalen Gitarre kommt es auf die Technik an. Die Technik, wie man anfängt und wie man aufhört. Das ist sehr, sehr wichtig. Pass auf, bleib da, wo du bist und ich zeig dir die Technik. Du musst so anfangen. Hey! Tarantina! Und was hast du? Tarantina, tira, 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 tira. Hast du gesehen? Das ist die Technik. Des Löwen. Hey! Hola bella, señorita, mamacita. Hast du es gesehen? Und so kriegst du die meisten Frauen ab. Hola señorita, mamacita. Ja, Bruder. Deswegen habe ich die schönste Frau der Welt geheiratet. Die ist nicht bei mir, die ist gerade bei Leonardo DiCaprio. Oh. Wallah, der kann spielen, Abu Santar. Aywa! Pablo! So, also, guck mal her. Wir haben dir dein Halsding gemacht, damit du nicht abhaust. Abu ist eine Warte. So, so. Weil du gestern abgehauen bist. So, meine Freunde, ich werde euch mal einen kleinen Einblick bzw. einen Ausschnitt von der Villa nachts zeigen. Gebt euch das mal jetzt, Freunde. Brutal! Heute letzter Abend, mein Bruder. Dafür gibt's eine Runde Popcorn. Uff, uff, uff. Popcorn? Was du willst, Habibi. Was ist das? Ja, Bruder, ich dachte, das wäre Katzenfutter. Nein, nein. Das riecht aber so. Kastanien. Noch nie gegessen, ja? Noch nie? Noch nie gegessen. Genau. Bruder, ich dachte, das wäre Katzenfutter, ja. Pablo. Hier. Du sagst, ich kenne dich nicht. Like, wie du kennst mich nicht. Wo warst du, was du meine Hand gegessen hast? Ha? Pablo, beiß mich nicht, Wallah, Bruder. Ist mal, Bruder. Okay, das ist gut für ihn. Bruder, no, warte mal, nachdem der das fertig gegessen hat, sagst du mir, ich weiß nicht, ob das für gut für ihn ist. Guck mal, direkt nach meiner Hand. Oh mein Gott. Aber wo ist eine? Komm mal her, Bruder. Reicht, reicht. Reicht. Ich werde dich vermissen, mein Schatz. Ich werde dich vermissen. Und immer schön das Ding hier tragen, ne? War auf jeden Fall schön mit dir, mein Schatz. Dann rufe ich euch aus Deutschland her. Wenn du wegkommst, ne, dann müssen wir wieder herkommen und dich suchen. Weißt du, was ich meine? Oh,
Jojo, was gerade meine Freunde, was geht? Wir sind hier am Schirm, wie ihr sehen könnt, sommerlich angezogen. Das Wetter hier in Dubai ist überragend. Währenddessen ist es in Deutschland übertrieben kalt. Auf jeden Fall, Freunde, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, unser Vlog hat euch gefallen. Diesmal wieder mit Saigin Yashi, wie versprochen, in Dubai. Und wenn ihr noch einen weiteren Vlog mit Saigin sehen wollt, dann schreibt es unbedingt in die Kommentare. Und die Voraussetzung dafür ist, dass ihr auf jeden Fall Saigin Yashi seinen Kanal abonniert, Freunde. Der hat es auf jeden Fall verdient. Der hat sich richtig krass um uns gekümmert hier in den paar Tagen. So, Freunde, auf jeden Fall in dem Sinne, ich würde mal sagen, Peace out!